Weiter geht's mit Let's Play Ratchet & Clank 2 Part 14 von Miofi90. Im letzten Part sind wir ja relativ weit gekommen und dann relativ weit gekommen, Alter, was geht denn heute? Gekommen und dann auch relativ schnell abgekackt. Leider. So, und jetzt muss ich gucken, was ich mir als nächstes kaufe. Aber das Ding kostet nur 5000. Mit dem Ding, das macht wohl höllisch viel Schaden, denke ich mal. Nur ich kann nicht wirklich mit einer Sniper zielen. Zumindest nicht auf der Konsole. Und das hier, das ist einfach nur... Alter. Was? Ferngelenkte Türme nehmen dir die Arbeit ab? Ja, das war's schon. Okay. Ich will mir die Verfolgerpistole kaufen, einfach nur, weil die scheiße günstig ist. So, und mal gucken, wie die schießt. Süß. Gut, dann holen wir uns mal eine Munition wieder davon. Oh, 20 Bowls. Huch, die ist ja teuer. Egal, jetzt wird hier erstmal weiter die hier gelevelt. Sollen wir auch gleich fertig haben, ne? So, und jetzt kommt natürlich wieder das Mist. Obwohl, nee, komm. Die machen wir mal auch hier mit kaputt. Die jetzt kommen. Ja, sicher. Fliegt alle daneben her. Mann. Mies. Egal, der hat alle drei Dinge abgekriegt. Und wenn wir die jetzt mit dem hier kaputt machen, alle, dann sollten, na, dann sollten wir eigentlich auch das Level-Up hierfür bekommen. So. Ja, von hier aus kann man sie ganz gut treffen, denke ich mal. So, sehr schön. Der nächste. So. Und? Na, noch nicht ganz. Aber noch ein paar kleine Gegner, dann haben wir's. So, zum Beispiel die hier. Na, noch ein paar. Es geht jetzt die ganze Zeit so weiter, bis der Part um ist. Oh. So, wieder Gerät auswählen. Zack. Hat er zum Glück noch drin gehabt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich da irgendwas reingeworfen? Na, okay. So. Los, schieß mal deine Viecher. Schieß ruhig noch ein paar mehr. Oh, das ist gut. Und zack, Level up. Na? Jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Mach doch nicht das Riesending kaputt. Damit wollte ich nur leveln. Geht doch. Wie sieht's? Ja, toll, hat eine Kralle mehr dazu bekommen. Multistern. Was? Was, das explodiert? Okay. Dann wollen wir mal kurz gucken, wie die so gegen wirkliche Feinde ist. Also, wenn da auch mehrere sind, so wie hier. Ja, toll. Gut, dann können wir jetzt die Schnellauswahl nehmen, das Kackding da wieder rausnehmen und dafür die Verfolgerpistole reintun. Zack. Okay. Schon tot? Oh, das ist natürlich präzise. Egal, macht anscheinend ordentlich Schaden. Ist schon mal auf jeden Fall besser als vorher, aber noch hat sie natürlich auch noch nicht gelevelt, ne? Noch hat sie noch nicht gelevelt, sehr gut. Ja, und du sollst den da anvisieren. Ja, gut, dann mach halt erst die kleinen Viecher kaputt. Ich hoffe, der braucht nicht allzu viele Schuss. Geht doch. So, mach die kleinen Viecher kaputt. Geht doch. Oh. Ist das nervig. Komm, hier hinter sind doch welche. Eben. So. Zumindest gehen die Großen damit mit einem Schuss kaputt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was hinter mir ist. Hier hinter mir geht's weiter. So, zack, mach kaputt.
Aber kann das nicht mal eine größere Explosion haben? Ja gut, einfach auf die Barrels hier schießen. Aber wer kommt denn auf sowas? Wer ist denn bitte so destruktiv? Wow. So. Ja, wirklich viel gelevelt hat die ja echt nicht. Aber vielleicht ist das ja am Anfang so, dass die am Anfang total langsam leveln und dann am Ende total schnell. Gut, jetzt gehen wir wieder hier runter, benutzen den Dynamo da unten. Und dann haben wir das auch. Kann das sein, dass ich dieses haben wir das auch ziemlich oft sage? Weiß ich gerade nicht. Dynamo. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hm. Ich werde es wohl nie erfahren. Wobei doch. Da hinten das Ding habe ich aufgenommen. Und das bringt mir einen Scheißdreck. Was? Ich kann schwimmen? Ah, okay. Nein, doch nicht. Yay, und jetzt stehe ich wieder hier und darf die ganzen Gegner töten. Darf mir wieder Schweine viel Munition für diese Schweine-Kackwaffe aussuchen. Ah. Gott. Aber das ist echt nicht gut gegen kleine Gegner, kann das sein? Sebastian, kaufen wir uns nochmal eine Waffe. Dann müssen wir halt jetzt dual kämpfen. Nee, die nicht. Die hier dann. So. Schnellauswahl, hey. Machen wir das Ding hier weg, weil es kacke ist. So, zeig mir, was du kannst. Willst du mich verarschen? Wie viel hat ihm das jetzt gegeben? Keine Ahnung, viel zu wenig anscheinend. Ja, sicher. Hab noch am besten begrenzte Munition. Hab am besten nur 10 Schuss. Ist ja kacke. Na, hör auf zu legen. Das hatte ich auch noch nicht. So. Weiter. Oh, dass ich mir aber auch nur Scheiße kaufe. Egal, jetzt, ja, jetzt können wir ja hier so ein paar Geschütztürme hinpacken. Gibt zumindest HP, ne? Nicht HP, sondern EP für mich. Siehste. So. Geht doch ganz... Oh, da ist noch was. Meins. Und jetzt packen wir hier noch 2 hin. 3 hin. Okay, die 3 haben nichts gebracht. Alter, der levelt ja noch langsamer. Sowas ist echt scheiße. Naja, hier, Frankie, du meintest ja, du hast das Spiel schon öfter gespielt. Was für Waffen empfiehlst du? Wobei, ist das schlau jetzt zu fragen? Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt, wo das ankommt, habe ich bin ich schon viel weiter. Oh, warte. Wir haben doch hier die Waffe dafür. Ich dachte schon, die fliegen jetzt alle dran vorbei. Gut, mehr Geschütztürme. Boah, ich denke mal, wenn die Geschütze immer abgegradet sind, dann schießen die Raketen. Das wäre zumindest mal OP. Wir wissen ja, wie Waffen sind, wenn die abgegradet sind, ne? Natürlich alles andere als OP. So. Oh, er hat gerade alles kaputt gemacht. Sehr gut. Danke. So, was ist denn hier um die Ecke? Nix. Ich meine, die Ecke ist um die Ecke.
Gut, wie machen wir das jetzt? Machen wir mal kurz hier mit dem Lenzer. Lenzer? Ja, das bringt natürlich sehr viel, wenn man nichts trifft. Gut, gut. Uhr. Sagt 10 Minuten. Sehr schön. Wir sind ja total weit gekommen gerade. Ja, von wegen, ich mach Cuts, sobald ich was geschafft habe. Komm, ja, ich weiß, wo das ist. Ist gut. So. Nein, böse. Wir wissen, wohin uns das führt. So, und rüber. Sehr schön. Geschützturm. Hierhin, Lancer, dahin. So. Ach, dann gibt das Ganze auch nur ein Platin-Mold. Du willst mich doch echt verarschen, oder? Dafür habe ich jetzt mein Leben riskiert, so halb. Ah, okay, und raus komme ich auch nur, wenn ich das hier wieder anmache. Gut. Das heißt gut, jetzt muss ich wieder reinskippen. Muss, oh. Hier ein Geschützturm hinpacken. Abhauen und danke. Vor allem, in der Beschreibung steht ja, die Geschütztürme nehmen dir die Arbeit ab. Nein, tun sie nicht, die machen gar nichts. Die schießen 5-mal und sind kaputt. 10-mal. So, was ist jetzt? Wohin geht's denn jetzt? Ach, das war's. Ach nee, das war's gar nicht. Hier, da geht's hin. Okay, ich will nichts gesagt haben. Ich habe mich gerade gefragt, was da hinten dieses Dreiecksdings ist. Gibt's hier einen Kampf? Jupp. Ja, den gibt es. Wunderschön. So, und? Ah, ich hasse diese Sprünge. Aber egal, wir kriegen sie ja hin, ne? Was ist das denn? Psst. Neue Koordinaten. Schiff, Verbesserungen? Ah. Nicht geschnappt zu werden? Bei Slim Cognito ist Diskretion garantiert. Ob nun Waffen, Schilde oder ein neues Hyperraummodul. Wir halten alles für Sie bereit. Und vor allem halten wir den Mund. Wenn Sie also mal wieder auf der Suche nach einem legal anfechtbaren Geschäft sind, denken Sie an Slim Cognito, wo wir niemandem Rechenschaft ablegen, außer Ihnen. Naja, aber jetzt haben wir schon den zweiten Schwarzmarkthändler. Beziehungsweise den gleichen wieder. Zeit, Slim einen kleinen Besuch abzustatten. Oder wir könnten uns mal diese Chemiefabrik ansehen. Vielleicht weiß da jemand, wo der Dieb hin ist. Nein, wir machen erst das. Koordinaten von Slim Cognitus Schiff. Wie? Da sind wir noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, mach du kaputt hier. So, wohin geht's denn jetzt? Runter. Okay. Oh, wunderschön. Zack. Runter damit und mach kaputt. Statt so zu gucken. Kann sich das Leben aber auch kompliziert machen. So, und? Lass uns fliegen! Und jetzt mit dem Schlag nach unten. Perfekt. Hauptsache Sachen kaputt machen. Ha! Das ist auch total gar keine Munitionsverschwendung, ne? Überhaupt nicht. Gut, was gibt's hier noch? Nix. Jetzt sind wir hier hinter und können jetzt wieder zurückgehen. Anscheinend. Ah, nein, es geht doch weiter. Wie kriege ich das hier auf? Oh, da kommt was. Nee, kommt doch nichts, aber... nee, komm, noch gibt's den Kart nicht. So, sehr schön. Ja, ja, jetzt können wir faul sein und uns zurücklehnen und die Dinger wieder von der Seite springen lassen. Oh, doch nicht. Was ist denn los? Dass hier nichts kommt. Aber jetzt gibt's den Cut. Hat sich ja gelohnt, ne?
Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.